Hallo und herzlich willkommen hier auf Fluella.de. In diesem Video wollen wir uns den elektrischen Schwingkreis anschauen. Wir wollen gucken, ob das eine harmonische Schwingung ist und wir wollen das Ganze einmal ein bisschen betrachten. Nun, was ist eigentlich ein elektrischer Schwingkreis? Nun, das Schaltbild habe ich hier drüben aufgeschrieben. Ihr seht, das besteht aus nicht arg vielen Elementen. Das ist so einmal eine Spannungsquelle U, also die Spannung U liefert, ein Kondensator mit der Kapazität C und eine Spule mit der Induktivität L. Und wir haben hier oben einen Schalter, den ich umlegen kann von Position 1 in Position 2. Für was brauche ich das? Naja, ihr seht, so wie es jetzt gerade geschaltet ist, also in Position 1, dann kann ich mit dieser Spannungsquelle ganz einfach meinen Kondensator aufladen. Dementsprechend kriege ich hier einfach eine gewisse Ladung drauf. Und diese Ladung, die ich am Anfang hier drauf gebe, die kann ich berechnen. Und zwar, wir nennen sie mal Q-Dach. Q-Dach ist einfach U mal C. Wobei dieses U, diese Spannung ist, die unsere Quelle hier vorgibt. Die Spule ist überhaupt nicht im Stromkreis angeschlossen. Die spielt überhaupt keine Rolle. So kann natürlich nichts schwingen. Wir laden den Kondensator auf. Das dauert natürlich ein bisschen. Dazu gibt es auch schon ein Video, Aufladen eines Kondensators. Dementsprechend kann ich da nicht weiter vorgehen. Jetzt nehme ich einfach den Schalter, stelle den Schalter um und schließe ihn auf die 2 an. Das heißt, jetzt habe ich hier drüben einen geschlossenen Stromkreis und meine Strom- oder Spannungswelle kann ich komplett ignorieren. Was passiert? Unser geladener Kondensator, der entlädt sich. Wir haben ihn ja hier direkt verbunden. Wir gehen davon aus, dass hier kein ohmischer Widerstand vorherrscht. Das heißt, die Leitungen haben keinen Widerstand. Wie immer müssen wir das alles ein bisschen idealisieren. Nun, es entlädt sich. Ein Strom fließt durch unsere Spule. Es entsteht ein Magnetfeld, ein Induktionsfeld. Und es entlädt sich immer mehr und mehr und mehr. Und das Feld der Spule wird immer größer und größer. Nun, irgendwann ist dieser Kondensator geleert. Der Strom lässt nach und die Spule bringt aufgrund der alten Induktivität einen Strom, der entgegengesetzt ist dazu auf und fängt wieder an, den Kondensator aufzuladen. Aber nun genau in umgekehrter Polung zu vorhin. Also da, wo vorhin Plus war, ist jetzt Minus und umgekehrt. Und wenn der Kondensator wieder aufgeladen ist, beginnt das Ganze wieder von vorne, aber auch wieder in umgekehrter Richtung. Das heißt, wir haben hier einen Schwingvorgang. Die Spannung zum einen schwingt und auch der Strom schwingt. Anfangs kann man auch sagen, ist hier die ganze Energie geladen, die geht hier rüber. Dann ist hier die ganze Energie und dann geht sie wieder auf den Kondensator über. Wir haben hier also eine Schwingung. Ein bisschen schwer vorzustellen, weil beim Federpendel oder Fadenpendler seht ihr die Schwingung, aber auch hier schwingt natürlich etwas, auch wenn es ein bisschen schwerer ist zu zeigen. Aber wenn man hier ein Oszilloskop anschließen würde, könntet ihr das gerne auch verfolgen. So, wir wollen das natürlich jetzt alles ein bisschen herleiten. Wir überlegen uns das also mal genauer. Wir wissen jetzt, dass hier am Kondensator eine Spannung immer anliegt, UC. Das ist die Spannung, die wir eigentlich die ganze Zeit jetzt betrachten wollen. Und die ist natürlich jetzt zeitabhängig, wie bei den Schwingungen so üblich. Und UC kann ich natürlich berechnen, wir haben die gleichen von da oben, nur jetzt zeitabhängig kann ich umstellen, also Q von T durch die Kapazität C. Wenn ich die Spannung hier habe, das ist ein geschlossener Stromkreis, wenn ich die Spannung also hier drüben messe, messe ich automatisch auch schon die Spannung hier an der Spule. Das heißt, die Spannungen an der Spule und an dem Kondensator müssen identisch sein. Und wir wissen jetzt, die Induktionsspannung einer Spule, ich nenne es UL oder ihr könnt es auch UINT nennen, kennt ihr wahrscheinlich am ehesten, ist nichts anderes als minus L, also Induktivität, mal I Punkt, die zeitliche Ableitung des Stroms. Physiker machen für die zeitliche Ableitung gerne einen Punkt, ist aber nichts anderes als die Ableitung. Und wir wissen aber, I ist nichts anderes als die Ableitung der Ladung. Das heißt, naja, wir haben hier minus L mal Q von T zweimal abgeleitet nach der Zeit. Wer jetzt schon die Videos zu dem Fadenpendel oder zum
Federpendel bisher, merkt schon die Analogie hier. Ich habe gesagt, die beiden Spannungen müssen gleich sein. Und jetzt haben wir hier wieder was stehen, Q, und hier Q-Punkt. Wir haben eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, die wir lösen müssen. Und zwar Q von T ist gleich minus L mal C, ich habe das C aber hier multipliziert, mal Q 2-Punkt von T. Unsere Differentialgleichung. Und wie schon im anderen Video erwähnt, müssen wir hier einfach einen geschickten Ansatz wählen, um es zu lösen, müssen raten. Bei der zweiten Ordnung ist es eigentlich immer eine Sinus- oder Cosinus-Funktion. Wir nehmen jetzt hier einfach den Cosinus und sagen mal als Ansatz, naja, soll doch Q von T einfach sein, Q Dach mal Sinus, also irgendwie eine maximale Ladung, die nicht von der Zeit abhängt, mal Sinus mal Omega T. Man könnte jetzt hier noch eine Phasenverschiebung einbringen, indem ich sage, also plus ein Winkel Phi. Das wäre dann sowas wie Pi halbe, Pi oder so, einfach eine Verschiebung des Sinus. Aber einfachheitshalber lasse ich das hier mal weg. Also hier könnte aber auch gerne noch plus Phi oder sowas da stehen. Nun, das leite ich einmal ab. Q von T. Q Punkt von T ist also nichts anderes als I von T. Was passiert, wenn ich das ableite? Naja, das Gefahrfaktor bleibt stehen. Aus dem Sinus wird ein Cosinus. Hier drin bleibt auch alles. Ich brauche aber die innere Ableitung. Also habe ich hier ein Omega. Ich muss es nochmal ableiten. Q2-Punkt. Das Spielchen wiederholt sich. Innere Ableitung, ich habe Omega Quadrat. Sinus ab, Cosinus abgeleitet, Minus Sinus. Und wir haben auch die zweite Ableitung hinbekommen. Minus Q Omega Quadrat Sinus Omega von T. Falls ich jetzt hier immer ein plus Phi gehabt hätte, wäre überhaupt nichts passiert. Es war eine Konstante, die wäre bei der inneren Ableitung eh weggefallen. Es würde halt überall hier noch in der Klammer plus Phi stehen. Wenn wir das nun nehmen und das vergleichen, wir sehen, dieser Teil ist der gleiche wie das hier. Wir haben also lediglich ein Minuszeichen bekommen, ein Omega bekommen. Ansonsten ist das einfach Q von T. Das heißt, was wir herausgefunden haben, ist, dass Q2 Punkt von T genau minus Omega Quadrat mal Q von T ist. Und wir müssen jetzt noch das hier mit dem hier oben vergleichen. Wäre geschickter, wenn ich es hier drüben hinschreibe. Dann wäre hier das 1 durch LC. Minus 1 durch LC. Man kann es vielleicht ein bisschen besser sehen. Jetzt sieht man nämlich, dass Omega Quadrat und 1 durch LC das gleiche sein müssen. Das heißt, Omega Quadrat ist 1 durch L mal C. Oder natürlich dann dementsprechend Omega ist 1 durch Wurzel von L mal C. Nun interessiert uns bei so einem Schwingungsvorgang natürlich die Periodendauer. Wie lange geht so ein Schwingvorgang? Ihr wisst ja, wenn ich eine Sinusfunktion habe, dann ist das hier von da bis da die Periodendauer, die Schwingungsdauer. Und dafür gibt es den Zusammenhang, dass ich nenne es T, einfach 2π ist durch den Vorfaktor, der vor der Variablen im Sinus steht. Das heißt 2π durch Omega. Omega wissen wir aber ist 1 durch LC und davon die Wurzel. Das heißt, wir haben hier 2π mal die Wurzel von L mal C. Und wer hätte es gedacht, die Schwingungsdauer in einem elektronischen Schwingkreis hängt davon ab, was für eine Eigeninduktivität ich in der Spule habe und was für eine Kapazität mein Kondensator hat, also auf die Eigenschaften der eingebauten Bauteile. Nun, was können wir hier daraus noch ablesen? Also diese schwarze hier war UC von T oder auch UL von T, weil die Spannung genau die gleiche ist. Hier wäre sowas wie U Dach. Warum schreibe ich U und U Dach? Ist natürlich nichts anderes als auch Q von T und Q Dach. Müsste ich halt andere Einheiten auf den Achsen wählen. Aber ihr seht ja,
U und Q hängen zusammen bis auf einen linearen Faktor 1 durch C. Und den könnte ich mit der Skalierung hier auch wegbekommen. Das heißt, ob ich da U oder die Ladung aufzeichne, ist eigentlich vollkommen egal. Und wenn ich jetzt anschaue, die Stromstärke, I ist Q Punkt, ist Q Dach mal Omega, also ein Vorfaktor, mal die Kosinusfunktion. Das heißt, ich kann einfach hier die Kosinusfunktion zeichnen, am besten in einer anderen Farbe. Dann wäre das hier einfach I mit einer Umskalierung, also die Höhen sind dann, die Amplituden sind natürlich nicht gleich, das seht ihr hier an den Vorfaktoren, aber in dem Fall wird es aber auch hier wieder die Dach noch geben. Und ihr seht, dass die Spannung und die Stromstärke nur um 90 Grad oder Pi halbe verschoben sind. Also die eine eilt dem anderen nach oder die eine dem anderen voraus. Okay, und hier selbst, wenn ich jetzt plus Phi gehabt hätte, das würde das Ganze verschoben sein, dann wäre auch das andere jeweils verschoben. Und natürlich fällt man eigentlich nicht an mit der Spannung 0. Das, in dem Moment, wo ich den Hebel umlege, davor habe ich ja aufgeladen. Das heißt, eigentlich fange ich zu diesem Zeitpunkt hier an, wenn die Spannung maximal ist oder hier unten, je nachdem, wie rum ich meine Spannungsquelle angeschlossen habe. Nun, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Schaut euch auch mal die analogen Videos zu den mechanischen Schwingungen dazu an. Die sehen meistens ein bisschen anschaulicher. Bleibt uns gewogen und schaut uns mal bei Facebook an.